kontrolliert. Sorry, Leute, hatte ein Telefon. Tut mir leid, dass ich das nicht laufen muss. Du hattest ein Telefon. Ja, das ist gut. Ja, jetzt hast du es hoffentlich aus dem Fenster geschmissen. Ja, hab ich. Also der Kartenaufbau sollte ja den Leuten bekannt sein. Ne? Mit den wunderschönen Symbolen da drauf. Wir haben wie gesagt zwei Ziele, die ausgeschaltet werden sollen. Das ganze Gebiet ist von Feinden besetzt, allerdings da die meisten Gegner und vor allem die schweren Einheiten an der Front vorne sind, werden wir halt nur auf größtenteils auf Infanterie und ähnliches treffen. Primärziel ist die Luftabwehrbasis, weil wenn wir die nicht ausschalten, kommen wir nicht mehr raus. Ne? Das heißt, die sollte das primäre Ziel sein. Die Radaranlage ist ein Sekundärziel, allerdings gibt es dazu noch eine extra Information. Es wird ein Pilot von den verbündeten Streitkräften der AAF gesucht. Der ist in der Nähe abgestürzt und es wird vermutet, dass er dorthin gebracht worden ist. Das heißt, bevor die Radaranlage hochgejagt wird, wird noch nach dem Piloten erstmal gesucht im näheren Umfeld. Und sollte er dann nicht aufgefunden werden oder sogar tot sein und dann ist damit die Mission abgeschlossen, wir können alle wieder abrücken. Wo genau das gemacht wird, das ist dann situationsabhängig. Und noch anmerken sollte man dabei, dass je länger wir irgendwo bleiben, desto höhere Feindpräsenz wird dann vor Ort zugegen sein, weil es ist logischerweise so, das ist denen ihr besetztes Territorium, gammeln wir irgendwo zu lange rum, kommen die Verstärkungen logischerweise sehr schnell nach. Und dann könnte es sein, dass wir das Fünffache an Gegnern haben, also deswegen immer in Bewegung bleiben. Das wäre es dann soweit. Wie gesagt, im Helikopter Funkgeräte einstellen. Am Anfang im Land in der Landezone haben wir uns noch Zeit zu sammeln, das heißt, da besteht keine Eile. Und danach geht's dann los. Was bedeutet der schwarze Punkt auf der Karte? Das ist für so, für den Fall der Fälle, dass immer wieder ihr UAV zerstört. Ja. Nein, okay. Diesmal nicht. Das ist der eingeplante Schusselfaktor. Und unten an der Mauer. Ich hoffe, ihr habt fünf extra Teile gelegt. Bei Kalitea ist die richtige Kampffront oder was, wo die anderen kämpfen. Genau. Wunderbar. Wollen wir den nicht im Rücken fallen? Ganz das werden wahrscheinlich keine Leute sein. Egal. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich wollte gerade sagen, okay. Bei Chris wäre ich mir da nicht so sicher. Ich glaube, da haben viele Panzerdivisionen platziert. Was? Also, direkt nach der Landung. Ja, im Norden aufbauen, Truppenführer dann zu mir für die Ingame-Einsatzplanung. Und dann geht es los. Gut, dass bei mir jetzt schon dran steht, dass ich. Ich hab's falsche Funkgerät. Ja. Sie wissen alles, es sollten alles Bluefer-Funkgeräte sein. Naja, ist es doch bitte. No Whisper Target found. No Whisper Target found. Ich hab mal eine Frage. Wer ist denn mit dem langen Hals da? Aber jetzt sitzt nicht mehr. Oh Gott. Okay. Das ist jetzt aber neuer, wenn mein Hals auftaucht. Zwei! ich habe auch eine kurze Frage, und zwar habe ich kein großes Funkgerät. Die Dunkelheit. Nee, das ist kein großes, brauchst du auch gar nicht. Das haben wir ja. Kanal 87. Kanal 87. Alpha Funktest. Ja, die Klappe hat gehört. Oh, Alpha. Wir folgen. Geile Landung. Oh, Funktest 50. Ja, ruhig, hör dich. Aber Frage, wie kann ich jetzt bei dem Funkgerät den 87er als zusätzlichen Kanal einstellen? Brauchst du nicht. Okay. Das ist so. Jetzt ist das. Ja. Das ist mein Kopf irgendwie mitten im Heli hin. Check, Funkgerät. Nehmen wir jetzt. Mal hinten hier mal die Klappe aufmachen, vielleicht fliegt er raus. Alpha, folgt mir mal bitte. Bravo.
alle da. Gut. Ihr geht mal bitte ungefähr 50 Meter Richtung Ost. Baut darum Umsicherung auf, Patrick hat's Kommando. Ich bin kurz bei SD, Besprechung. Und dann geht's dann gleich los. Grüße. Ja, Grüß. Ja, Bravo, du. Bravo. Ja, wenn du langsam so zu langsam so 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 langsam. Sind. Ist er blind? Okay, guck mal hier. Unser Team ist der mit den komischen grünen Mützen.